Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, heute ist Mittwoch, der 18. November 2020 und das bedeutet, es gibt ein neues Update. Ja, heute gibt es die neuen Farben von den neuen Jorvikschen Ohrpferde und da die Abigail ja noch kein Jorvikschen Ohrpferd hat, kaufe ich heute ein Jorvikschen Ohrpferd, ja, von den neuen Farben. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal zu der Stelle, wo die sind und schauen uns mal die ganzen ja, neuen Farben von den Ohrpferden an und dann kaufen wir eins. Okay, ihr Lieben, ja, wir stehen jetzt hier in Fort Pinta und hier sind auch schon welche. Ja, das erste Ohrpferd, das steht hier, das ist dieses. Das sieht, ich weiß jetzt nicht, wie die Farben heißen, aber das hat so eine rote Mähne. Das finde ich irgendwie, oh, ganz speziell. Amber Mane steht da, keine Ahnung, Amber Main? Warum steht da jetzt Amber Main? Ist das ein anderes Pferd? Ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz nachschauen. So, okay, ich habe nochmal nachgeschaut. Also, das ist auch so ein Ohrpferd, aber das ist so ein spezielles Ohrpferd. Und man kann das ja auch mal durchlesen. Das ist auch ein Ohrpferd, wie gesagt, auch das ist so ein spezielles irgendwie. Und das gehört kommt dann in die Horses App. Und jetzt ist es aktuell aber hier verfügbar, aber nur bis Ende des Jahres. Und dann ist es in der App, aber dann dauerhaft, ja. So, okay, also wie gesagt, das gehört ja jetzt hier auch dazu zu dem neuen ja, Update, zu den neuen Pferden. Finde ich ziemlich cool. Also es ist so ein besonderes. Aber mir gefällt das richtig gut hier mit der roten Mähne und so. Mal schauen, ob wir hier unseren Trick anwenden können. Perfekt. Ja, also wie gesagt, das sieht, ja, sieht sehr schön aus. Ich mag diese Farbe. Ja, aber das werde ich, glaube ich, nicht kaufen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal noch die anderen Pferde an. So, okay, ich bin jetzt hier angekommen in Redwood Point. Und hier gibt es nämlich die anderen Pferde, also die neuen Ohrpferdfarben. Und ich würde sagen, wir schauen uns die mal an. Ich steige hier einmal kurz ab. So, also, da haben wir hier einmal hier diesen Schimmel hier mit diesen, ja, blauen, ja, Dips, sage ich jetzt mal dazu. Oh, das sieht so süß aus. Ja, müssen mal schauen, ob wir hier. So, genau, so haben wir es. Also, da hatten wir einmal das hier. Jetzt schläft es natürlich. Es hat was, aber es ist nicht unbedingt jetzt so meins. Wie gesagt, die Eline Sandkett, also mein zweiter Account, hat ja schon ein Ohrpferd. Ich leider noch nicht, deswegen freue ich mich ja auch so. Genau. Ja, diese Farbe hier, keine Ahnung, ist für mich ist einfach ein Schimmel mit blauen Dips. So, genau. Das nächste wäre, welches haben wir noch? Ui, das sieht schön. Da haben wir hier so hinten so, da können wir eigentlich auch so hintergehen. Da haben wir hinten diese Streifen, wie von einem Tiger. Diese Tigerstreifen. Ja, mit den Farben, die lassen wir jetzt einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt nun alles nennt. Und ich weiß auch nicht, ist das die Platz, wird so Farben angegeben, aber ich weiß trotzdem nicht, welches jetzt welche Farbe ist. Die sieht übrigens ziemlich cool aus hier. Auf diesem Pony hier. Ja, dieser gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist ein Buckskin oder sowas. So, dann haben wir, obwohl der sieht fast genauso aus, der hier. Das sieht so ähnlich. Ach Mensch, das sieht so ähnlich aus. Ah, der hat hier nur unten diese Streifen. Mal schauen, ob ich das hier hinbekomme. Perfekt. Ja, der hat nur hinten diese Streifen. Oh, der gefällt mir auch. Oh, der gefällt mir richtig gut. Und hier ist das auch wieder so schön gemacht, hier mit diesen Adern und so. Ja, also ich finde es ziemlich schön. Ja, mit diesen, wie heißt das, Aalstrich, glaube ich. Und was ich ja besonders mag bei dem Fernsehen, auch ist dieser Fesselbehang. Und hier sieht man auch so schön die Muskulatur. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut, dieses Pferd. Also das ist schon mal so ein
ja, irgendwie schon mein Favorit, würde ich sagen. So, aber wir schauen uns mal noch die anderen an. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Jetzt weiß ich natürlich auch hier wieder nicht die Farbe. Oh, der gefällt mir. Oh, diese grünen Augen. Das passt ja perfekt zu meiner Abigail. Ui, hier haben wir eine wunderschöne Blässe. Mal schauen, ob ich hier ein Foto machen kann. Oh, das ist schön. Oh, das sieht aber schön. Oh, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Machen wir direkt mal ein Foto. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass hier unten so weiß, ja, unten am Bauch, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, ja, so lang geht. Aber ich mag generell so diese Art Pferde. Oh, mir fällt jetzt natürlich der Name wieder nicht ein. Palomino, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Und ja, ich finde vor allem diese Augen. Schaut mal, das sind genau dieselben Augen, wie meine Abigail hat. Oh, das sieht so schön aus. Oh, ist das süß. So, okay, haben wir noch eins. Da drüben ist noch das Blaue. Okay, das. Ist das von jetzt mit? Ja, das ist von jetzt mit, klar. Ja, da haben wir noch das hier zur Verfügung. Das sieht auch sehr, sehr schön aus mit diesem Blau. Und das hat wunderschöne blaue Augen. Und ich mache mal kurz den Fotomodus. Natürlich hat sie jetzt einen ganz komischen Gesichtsausdruck. Aber. wartet mal so. Perfekt. Ich glaube, so passt das. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Und hier haben wir an dem Fesselbehang ist weiß. Das sieht. Oh, ich weiß auch nicht. Das sieht so schön aus. Also ich. Ich kann mich ganz, ganz schwer entscheiden, muss ich sagen, welches ich denn jetzt ja kaufen soll. Ach Mensch, das sieht auch so schön aus. Ihr seht es ja hier. Ich finde, das sieht auch hier so, ja, so schön natürlich aus mit diesem Fell. Und dann haben wir da noch so eine, so Pünktchen drin. Nicht schlecht, also nicht schlecht. Aber ich glaube, ich möchte kein Pferd haben mit bunter Mähne. So, ich glaube, das waren alle. Das sind 5 Stück gewesen jetzt. Ja, es bleibt halt nur noch die Frage, welches kaufen wir denn jetzt? So, ja, ich bin immer noch am Überlegen. Ups, aber ich glaube. Schauen wir nochmal dieses hier kurz an. Ich finde dieses irgendwie total schön. Ich glaube, ich werde dieses kaufen. Ja, ja, das ist natürlich hier Level 1. Wir haben hier Stärke plus 4, Disziplin plus 2 und Agilität plus 1. Es ist kältebeständig. Es hat die kostenlosen Hufeisen ohne Werte dabei und wir bekommen es ab Level 9. Ja, es kostet natürlich 975 Star Coins, aber es ist gerechtfertigt, ihr Lieben. Ich finde diesen Preis absolut gerechtfertigt. Und wir haben es. Oh, Honey, Honey Whisper. Ui, das können wir eigentlich direkt so lassen. Das lassen wir direkt so. Ich finde den Namen ziemlich cool. Honey Whisper, das passt perfekt zu ihm, finde ich. Weil ich finde den Preis absolut gerechtfertigt, weil er hat nämlich ganz besondere Animationen und so, die wir uns jetzt gleich mal anschauen. So, okay, wir sind jetzt hier in meinem Stall und hier steht auch schon Honey Whisper. Oh, ich finde es schön. Also der Name gefällt mir richtig gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mehr so, ja, fixiert auf irgendwelche Namen. Wenn mir der Name so auf den ersten Blick gefällt, wie dieses jetzt eben, dann nehme ich das auch sehr gerne. Honey Whisper, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen uns mal draußen an, wie das Ganze aussieht und am besten im Wildpferdmodus. So, okay, ich bin noch nicht im Wildpferdmodus. Wir sind jetzt hier am Strand. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie schön das hier aussieht. Mit Abigail drauf. Ich finde einfach die Augen sind so perfekt also zu den Augen von meiner Figur hier. Und das ist auch dasselbe Grün. Und ich finde das einfach total schön. Ja. Ich finde es einfach so schön. Das sieht so schön aus. Aber okay, wir machen jetzt tatsächlich den Wildpferdmodus und dann schauen wir mal. Okay, so. Da können wir uns das nämlich besser anschauen. Ja. Sehr, sehr schön. Ich finde,
Ich finde auch diese Schnute hier vorne so süß, wie es hier so macht und kaut. Und dieses Gähnen, das ist so süß. Ach Mann, das ist so süß. Ja. Oh, guck mal. Schön. Okay, wir machen mal die Gangarten. Dann lassen wir das einfach mal kurz hier so durchlaufen. So, okay, das waren jetzt hier die Gangarten. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Pferd steigt. Ja, das wirkt sehr schwer. Also das wirkt irgendwie sehr schwer, als wäre das Pferd halt schwer. Das gefällt mir richtig gut. Wir machen mal noch den Sliding Stop. Ah, das sah süß aus. Macht das das immer? Wartet mal kurz. Tatsächlich. Seht ihr das nach dem Sliding Stop? Da macht er immer noch mal so eine Animation. Ich mache das noch mal. Das gefällt mir irgendwie. Achtung. So. Da seht ihr. Das sah richtig gut aus. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also bei meinem zweiten Kondilinie ist mir das noch nicht so aufgefallen. So, da haben wir hier das Rückwärtsgehen. Da schaut er so ein bisschen zurück, was ja eigentlich nicht richtig ist, ne? Und aber sieht trotzdem sehr süß aus. So, jetzt haben wir hier das ganz Besondere, das Hinlegen. Also wir müssen einfach hier im Stand sein und dann die Leertaste drücken. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh, das sieht einfach so süß aus, wenn das hier so sitzt. Ach Mensch. Das ist einfach so süß. Ja. Genau, das ist wirklich sehr süß gemacht. So, das war ja noch nicht mal alles. Wir haben noch eine Funktion. Und zwar brauchen wir bloß die Großschreibtaste zu drücken. Also, wenn ihr jetzt auf der Tastatur groß schreibt, da drückt ihr ja so eine Taste. Das ist die Umschalttaste oder man kann auch Großschreibtaste sagen. Die braucht man einfach nur gedrückt halten. Also, man muss stehen, dann diese gedrückt halten und dann nach vorne gehen. Und dann macht das nämlich diese Hopsies hier. Ach Mensch, das ist so ein richtiges verspieltes Pferd, finde ich. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und endlich hat Abigail auch ein Wildpferd. Ich freue mich. So, okay. Dann bleibt mal stehen. Genau. So, ich hoffe, euch gefällt das Pferd auch, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe. Und vielleicht kauft ihr euch ja auch eins, je nachdem, ob das was für euch ist. Also ich finde sie super süß, ja. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, hier haben wir auch wieder diese, bleibt mal stehen hier unten diese, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, wie das hieß. Ich habe es auf der Zunge, aber mir fällt jetzt gerade wieder nicht der Name ein. Mandel? Nee. Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist ja auch egal. So, dann sagt jetzt einfach mal das Wildpferd hier Tschüssi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.